Deine Gedanken werden leer. Du entspannst dich weiter. Lass es geschehen. Wehre dich nicht. Du willst dich nicht wehren. Wenn du dich wehrst, willst du nur mehr auf meine Stimme hören. Wehre dich nicht und entspanne. Alles in deinem Kopf und Körper ist komplett entspannt. Deine Gedanken werden langsamer, langsamer. Werde entspannt. Wehre dich. Langsamer. Komm. Entspannen. Tiefer. Tiefer. Dein Körper ist schwer. Entspannen. Komm. Tiefer. Machst du es genau? Wie hypnotisierst du? Das könnte ich dir am besten vorführen. Aus einer Gruppe von Freiwilligen wird Dirk die Kandidaten raussuchen, die sich für Hypnose eignen. Dafür testet er ihr Vorstellungsvermögen. Sie sollen sich vorstellen, von einem Ballon in die Höhe gezogen zu werden. Der Heißluftballon ist so nah. Wenn du jetzt deinen Arm heben würdest, dann könntest du ihn erreichen. Bei allen, die sich den Ballon richtig gut vorstellen können, hebt sich fast automatisch der Arm. Dirk hat 5 Kandidaten für die Hypnose rausgesucht. Hast du schon mal irgendwie Hypnose erlebt, Helena? Gar nicht? Nee. Mal eine Show gesehen oder sowas? Auch nicht. Schon nur an einem Punkt unter meinem Auge. Okay. Schlaf, tiefer Schlaf. Je tiefer du sinkst, umso wohler fühlst du dich. Während ich deinen Kopf rotiere, geh noch tiefer in die Entspannung. Wenn ich deinen Kopf aufhören zu rotieren, geh noch tiefer in die Entspannung. Sehr gut. Wie hast du es gemacht? Sie ist ja plötzlich einfach, der Kopf ist nach vorne gekippt. Es ist so, dass ich sie anleite. Ich bitte sie, Dinge zu tun. Und solange das für sie okay ist, macht sie das. Während sich Helena konzentriert, überrascht Dirk sie mit dem Befehl Schlaf. In dieser Sekunde öffnet Helena eine winzige Tür in ihrem Unterbewusstsein. Durch die Kopfbewegung führt Dirk sie immer tiefer in die Trance. Das nennt man Blitzhypnose. Nimm jetzt deinen rechten Arm, ich bringe deinen rechten Arm auf deinen Kopf und jetzt passiert etwas Interessantes. Deine rechte Hand wächst für einen Moment während dieser Hypnose mit deinem Kopf zusammen. Sie ist wie festgeklebt. Jeder Finger klebt einzeln auf deinem Kopf fest. Ich zähle von 1 bis 3. Bei 3 kannst du deine Augen öffnen, die Hand bleibt unverändert. 1, 2, 3. Öffne deine Augen, du bist scheinbar hellwach. Wie geht's? Ist nicht viel, ja, okay. Gut. Was mit deiner Hand? Versuchst du zu bewegen, sie bleibt am Kopf. Versuchst du zu bewegen, sie bleibt am Kopf. Aber sonst fühlst du dich gut, oder? Ja. Ja? Okay. Und sie bleibt am Kopf. Wunderbar. Kann ich mit ihr reden? Ja, jetzt? Kannst du. Die Hand bleibt am Kopf, vollkommen unbeweglich. Hallo, Elena. Hallo. Da ist die Hand am Kopf. Kannst du die wegmachen? Vollkommen unbeweglich. Bleibt am Kopf. Nee, ich gehe echt nicht. Wie fühlt sich das denn an gerade? Total abgefahren. Ist sie denn jetzt wach? Ja, siehst du doch. Du bist wach? Ja. Sieht sie aus, wird sie schlafen? Ich kann das gerade nicht so ganz glauben, weil ihre Hand ist ja am Kopf. Vollkommen unruhig. Geht's dir denn gut? Ja. Wenn ich jetzt von 1 bis 3 zähle, kannst du die Hand ganz leicht wegnehmen. 1, 2, 3. Du kannst die Hand leicht wegnehmen und nach unten nehmen. Wie ging es dir jetzt gerade? Du kannst ja fragen, wie ging es ihr eigentlich gerade? Jetzt, als du hier so standest in Hypnose, während wir uns unterhalten haben. Ich muss jetzt mal fragen, ist sie jetzt gerade in Hypnose oder nicht? Ja, auch wenn sie sich selber nicht sicher ist, sie ist es. Du guckst mich an, du kannst mit mir reden. Ja. Du fühlst dich gut? Hast du das Gefühl, irgendwas ist anders? Ich weiß nicht so genau. Also ist irgendwas, kannst du nicht benennen, oder? Ich fühle mich so ein bisschen irgendwie, als wäre so eine Wattewand zwischen mir und allem anderen.
Ein Zustand in Hypnose bedeutet also keineswegs, dass man quasi halbschlafend ist. Und es bedeutet auch nicht, dass man zwangsläufig bemerken würde, wenn man sich in einem hypnotisierten Zustand befindet. Aber okay, sehen wir uns doch mal kurz an, was man mit Hypnose auch Positives bewirken kann. Im OP-Alltag der Universitätsklinik Lüttich nutzen Ärzte und Neurowissenschaftler schon lange die immense Kraft des Gehirns. Seit mehreren Jahren wenden sie die Methode der Hypnosedation an. Patienten, die eine Vollnarkose ablehnen, erhalten stattdessen nur eine homöopathische Dosis. Danach versetzen sie sich mit Hilfe der Anästhesistin in eine hypnotische Trance. Die Professorin erforscht seit längerem, was unter Hypnose im Gehirn passiert. Der Hypnosezustand ist ein spezieller Bewusstseinszustand. Und wenn sie in den Zustand hineingeglitten ist, dann erfährt sie ein anderes Verhältnis mit sich selbst und mit der Umwelt. Und auch ihre Art und Weise, wie sie Suggestionen aufnimmt, verändert sich komplett. Und sie hat nicht mehr die gleiche Möglichkeit, die Situation zu analysieren und auch die Möglichkeit, etwas zu beurteilen, ist komplett verändert in dieser Situation. Verarbeitet das Gehirn Schmerzen unter Hypnose anders als im Wachzustand? In verschiedenen Untersuchungen versetzt Professor Fermonville Patienten in eine hypnotische Trance. Ein Laserstrahl auf dem Handrücken gibt den Probanden verschiedene Schmerzreize. Über eine Tastatur bewerten sie die jeweilige Intensität. Währenddessen gibt die Hirnaktivität der Testpersonen eine eindeutige Auskunft. Die Messungen belegen, im normalen Zustand sind viele Regionen des Gehirns aktiv. Unter Hypnose deutlich weniger. In den letzten 15 Jahren haben Professor Fermonville und ihre Kollegen mehr als 6000 Patienten eine Vollnarkose erspart. Stattdessen kommt der Patient in einen Trance-Zustand, in dem er von seiner Umwelt, dem Skalpell, den Nadeln, dem zertrennten Gewebe, nichts mitbekommt. Dass die eben gezeigten Hypnose, aber auch weitere Trance- und Manipulationstechniken funktionieren, ist also ein nachprüfbarer Fakt. Aber weshalb wäre es interessant, noch weitaus mehr über die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, zu erfahren? Es wäre deshalb interessant, weil sich diese Techniken auch im größeren Rahmen einsetzen lassen und weil die, die sich an entscheidenden Positionen befinden, diese Techniken kennen. Diese Leute haben uns bzw. das Verhalten sogenannter Massen studiert. Und zwar exakt so, wie ein Forscher ein Ameisenvolk studiert. Und deshalb ist es jetzt an der Zeit, dass wir sie studieren. Und dass wir erkennen, wann sie die ein oder andere Methode einsetzen. Denn das eröffnet die Möglichkeit, Distanz zu gewinnen und sich nicht mitreißen zu lassen und am Ende desorientiert und total überfordert nur noch dem zu folgen, was das gezielt herbeigeführte Mehrheitsmeinungsbild vorgibt. Jetzt sagst du vielleicht, naja, ist ja alles ganz interessant, aber was hat das jetzt mit Hypnose zu tun? Okay, dann dazu Folgendes. Wie allgemein bekannt, lassen sich mittels EEG die Gehirnströme messen. Die Gehirnströme wiederum variieren je nach Situation. Solltest du zum Beispiel jetzt konzentriert zuhören, werden sich deine Gehirnströme im sogenannten Beta-Bereich, also von 14 bis maximal 30 Hertz befinden. In diesem Bereich bist du hellwach, kritisch und aufmerksam. Darunter liegt der sogenannte Alpha-Bereich, der bei 8 bis 13,9 Hertz liegt. In diesem Zustand befindest du dich, wenn du sofort hinträumst, also in einer Art Trance bist. Und dieser Zustand ist das optimale Tor zu deinem Unterbewusstsein. Deshalb lässt sich in diesem Zustand auch mittels diverser Techniken Erlerntes am besten verankern. Und es ist der Zustand, der optimal für eine Hypnose ist. Wenn du jetzt zu den Menschen gehörst, die sich die Nachrichten im Fernsehen kritisch hinterfragend ansehen, werden sich deine Gehirnwellen noch im Beta-Bereich befinden. Aber ein großer Teil der Bevölkerung setzt sich abends ohnehin erledigt vom Tag und dann mit hoher Bereitschaft einfach nur zu relaxen auf die Couch.
Und da die meisten keinen Grund darin sehen, daran zu zweifeln, dass die Nachrichten ein authentischer Zustandsbericht der aktuellen Situation in der Welt wären, besteht auch keine erhöhte Wachsamkeit. Und das meiste geht dann ungefiltert im Dann-Alpha-Bereich als Realitätsupdate in ihr Gehirn und Unterbewusstsein ein. Wenn jetzt TV-Serien, Filme, Werbung etc. laufen, die von vornherein für dich unter der Rubrik Unterhaltung rangieren, ist deine Deckung ganz unten. Eben, weil du gar nicht davon ausgehst, dass dort eine manipulative Absicht dahinter wäre. Aber gerade in Filmen transportierte Messages und vor allem alles, was mit Emotionen verpackt vermittelt wird, tragen mit am meisten zur Entstehung deines Weltbildes bei. Eben, weil es sich direkt in deinem Unterbewusstsein verankert. Ein kleines Beispiel dazu? Okay. Der Durchschnittseuropäer hat durch die vielen Hollywood-Filme ein sehr positives Bild von den Amerikanern. Denn da sind das mehrheitlich die smarten Weltenretter, die noch kurz vor der Apokalypse einen coolen Spruch drauf haben. So guess what? Today we go. Und die grundsätzlich für Gerechtigkeit und Frieden sind. Demzufolge ist es auch sehr viel einfacher, das Bild der Demokratie exportierenden Amerikaner zu verankern. Obwohl die Amis, jetzt mal rein faktisch gesehen, seit Jahren nichts anderes tun, als für Kriege zu starten und andere Länder zu überfallen. Also emotional transportierte Aussagen in Hollywood-Filmen eine viel weitreichendere Auswirkung auf das Weltbild der Menschen hat, als die faktenreichste, aber nüchtern gehaltene Doku, weiß auch die amerikanische Regierung. Deshalb werden Hollywood-Filme, die eine amerikanische Heldenstory transportieren, auch von der Armee gratis mit deren Equipment unterstützt. Noch ein kleines Beispiel? Okay. Die amerikanische Regierung weiß, dass über die angebliche Tötung Bin Ladens erhebliche Zweifel bestehen. Also, was würdest du tun, um diese Zweifel auszuräumen? Exakt, du kennst die Antwort bereits. Du würdest einen Film machen, um die Story im kollektiven Bewusstsein der Menschen zu verankern. Glaubst du die Geschichte? Osama Bin Laden? Ja, was macht dich so sicher? Ihre Überzeugung. Wenn sie recht haben, wird die ganze Welt dabei sein wollen. Sie werden ihn niemals finden. Er ist für immer verschwunden. Sie in diesem Film auch erwähnen werden, dass Bin Laden jahrelang mit der CIA zusammengearbeitet hat? Wohl eher nicht. Ob sie dann wenigstens erwähnen, dass sie die angebliche Leiche Bin Ladens, also den ultimativen Beweis überhaupt, dass es sich tatsächlich um Bin Laden handelte, gleich im Meer versenkt haben? Glaube ich nicht. Die meisten Menschen denken heute immer noch, dass all die Unterhaltung in Filmen und TV-Sendungen nichts weiter als Unterhaltung ist. Das war jedoch niemals der Fall. Die bedeutungsvollsten gesellschaftlichen Botschaften werden durch Filme und TV-Dramas beworben, durch die Verankerung von emotionalen Szenen. Emotionale Szenen, nicht logische, faktische Szenen. Man vermittelt Dinge auf einem emotionalen Weg, die dann im Gehirn aufgenommen und gespeichert werden. Emotionale Inhalte sind sehr wichtig. Im Gegensatz zu Diskussionen oder einem Streit unter der Verwendung von Logik und Fakten. Und wenn man unter dem Einfluss von Fiktion steht, dann ist deine Deckung unten. Der Filter in deinem Gehirn ist nicht aktiv. Er sagt nicht, ja, ich stimme dem zu, ich stimme jenem nicht zu. Wie in einer Debatte oder einer Lehrveranstaltung. Man befindet sich in einem Alpha-Zustand und es werden neue Ideen in dein Gehirn übertragen.
Im Laufe der Geschichte haben Sozialwissenschaftler Techniken verbessert, die entworfen wurden, um große Bevölkerungen zu kontrollieren. Und dann kam das Fernsehen mit dem Alpha-Zustand, dem hypnotischen Zustand, eine Kulturindustrie, welche von Insidern auch so genannt wird. Alles, was man tun muss, ist, ihnen regelmäßig neue Updates zu geben. Und so kann man ein gesamtes Land verändern, eine Nation oder einen Block von Nationen. Du solltest einmal etwas für dich tun. Du bist nicht mehr du selbst. Ja, woher kommst denn? Wer soll denn die ganze Arbeit machen? Wer soll denn die ganze Arbeit machen? Soft and silky and wonderfully easy to manage. Gaga, 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 Fame. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. Wer soll denn die ganze Arbeit machen? All eyes on us. All du bist eyes nicht on mehr us. Du selbst. All eyes on us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. Bring the action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. Alles, was man tun muss, ist, ihnen regelmäßig neue Updates zu geben. Und so kann man ein gesamtes Land verändern. Wir alle bekommen auf verschiedenen Pfaden entlang gleichzeitig die gleichen Uploads, Upgrades. Heute nennt man es politische Korrektheit. Die meisten Menschen wollen zu ihrem gesellschaftlichen Umfeld dazugehören. Sie wollen so sein wie alle anderen, wenn es um Meinungen geht. Sie beurteilen ihre eigene geistige Gesundheit, indem sie Ideen gegenüber ihren Nachbarn und Freunden äußern, die sich über diese Themen zustimmend zurückäußern. Es ist egal, ob dir Fakten oder völliger Unsinn gegeben wurde, solange jeder gleichzeitig zustimmt. Du sagst, ich bin bei Verstand, und deine Freunde werden alle zustimmen, weil ihnen die gleichen Informationen gegeben wurden. Sie wurden programmiert, und das macht mich traurig, weil ich weiß, dass es schwer für solche Leute ist, sich ernsthaft zu interessieren für das Weltgeschehen. Die wissenschaftliche Diktatur versteht, wie wir Menschen ticken. Sie verstehen unsere Psychologie, sie haben sie erforscht und sie verwenden sie gegen uns. Es läuft im Fernsehen und ein berühmtes Gesicht sagt es, also muss es wahr sein. Die Person muss ihnen keine Fakten oder sonst irgendetwas zeigen. Sie sind mit diesen Gesichtern aufgewachsen. Deshalb lässt man diese Typen im Fernsehen auftreten, bis sie über 70 oder 80 Jahre alt sind. Sie sind mit dieser Vaterfigur aufgewachsen, die jeden Abend um 6 Uhr im Fernsehen ist. In ihrem Haus, in ihrem Zimmer, der ihnen in die Augen blickt. Er ist eine Vaterfigur. Würde er sie jemals anlügen? Natürlich würden sie ihn niemals verdächtigen. Und derselbe Mann wird sie durch neue Themen führen. Er wird Experten über diese Themen vorstellen. Man hat diese kleinen Zusammenfassungen am Ende jedes Gesprächs und übrig bleibt für uns diese Schlussfolgerung, die präsentiert wird. Zbigniew Brzezinski, Obamas wichtigster Außenpolitikberater. Er ist ein meisterhafter Geopolitiker. Er gibt zu, dass er in Bezug auf andere Länder und Geopolitik mit Zeiträumen von 20 bis 50 Jahren im Voraus plant. Er hat selbst gesagt, die Bevölkerung wird bald nicht mehr in der Lage sein, selbst zu denken oder vernünftig zu urteilen. Er meinte das in Bezug auf die Form der Informationen, die den Leuten gegeben werden, die Art, die Schemas, die in den 1970er Jahren verwendet wurden. Letztlich würden die Menschen unfähig sein, selbst zu denken oder vernünftig zu urteilen. Er sagte, dass die Leute letztlich erwarten werden, dass die Medien all das Denken und vernünftige Urteilen übernehmen. Das ist heute der Fall. Deshalb können die Leute heutzutage nicht außerhalb der Programmierung durch das Fernsehen denken. Zbigniew Brzezinski spricht darüber, wie ein Personenkult künstlich fabriziert werden könne, um die Massen zu beeinflussen. In addition to John, sorry, I just noticed that I jumped the gun here. Go ahead and move it up. I had already introduced all you guys. Ladies and gentlemen, the President of the United States. This is to the Capitol.
Wir haben keinen Präsidenten, sondern einen Schauspieler. You got it. Was soll ich dem Präsidenten sagen, wenn sein Teleprompter mal kaputt ist? Was wird er da machen? Es ist Obamas Rolle, der Frontmann zu sein für das internationale Bankensyndikat, sowie derjenige, der die Kritik abbekommt für dessen unpopuläre Agenda. In Brzezinskis Buch Between Two Ages heißt es, dass wir letztlich Präsidenten installieren werden, die Personenkulte haben. Wir werden massive Personenkulte für diese Leute schaffen, durch die gleichen Techniken, die Hollywood verwendet hat. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das hat Brzezinski, der Präsidentenberater, schon in mehreren Büchern geschrieben. Dann lest die doch einfach mal! Lies sie doch einfach mal, das ist doch nicht meine Behauptung, ich übersetze es bloß. Obama ist heute dieser Mann. Die Globalisten, die wissen, dass Obama ihren Plan bewerben wird, wollen ihn zu solch einem Superhelden machen, dass niemand in Frage stellt, was er tut. Die Leute werden völlig beschäftigt sein mit der Frage, was er sagt oder was er trägt oder solche Dinge. Es ist aufregend, diesem gut aussehenden und charmanten Typ dabei zuzusehen, wie er zu so einem tollen Mann und Präsidenten geworden ist. Ich liebe Michelle Obama. Und die wichtigste Botschaft von mir ist, ich liebe ihre neue Frisur. Die Idee, ihn zu einem Star zu machen, ist sehr wertvoll, weil auf diese Weise Leute weniger dazu geneigt sind zu fragen, was tut er eigentlich? Ähnliche Pläne für Gesellschaftskontrolle wurden fortlaufend von Agenten der Ford-Stiftung ausgeführt, für die Obama in den letzten 30 Jahren gearbeitet hat. Viele dieser Strategien, die für Bevölkerungskontrolle benutzt werden, waren ursprünglich von Edward Bernays entwickelt worden, der die Phrase Public Relations entwarf. Bernays sagte, dass wenn man eine Autoritätsfigur fabriziert, die die gleichen Botschaften ständig wiederholt, dies den unterbewussten Wünschen der Massen entgegenkommt. Die primitiven Massen werden hilflos dem Führer folgen und jedes seiner Botschaften glauben. Yes, we can. Yes, we can to justice and equality. Thank you. I'm watching TV a Saturday night. What do I see but a middleweight boxing fight? A right spot here, a left hook there. Two in one combination, a standard fare. One fighter in tries, an alley shuffle. Guess I'll change the channel to just another scuffle. Never know what's good for me. Don't let me go. Hold me down. Schuldenkrise, Krise, Krise, Krise. Ich sehe so viel Potenzial, wie es vergeudet wird. Herrgott, noch mal eine ganze Generation zapft Benzin, räumt Tische ab.
schuftet als Schreibtischsklave. Durch die Werbung sind wir heiß auf Klamotten und Autos. Machen Jobs, die wir hassen, kaufen dann Scheiße, die wir nicht brauchen. Sie gehen sehr schlau vor, besonders bei Kindern. Es ist unglaublich unfair. Einige der klügsten Köpfe auf dem Gebiet der kognitiven Psychologie und einige der bestausgebildeten Computeranimateure Spots von 30 Sekunden entwickeln zu lassen, die den Menschen erklären, so seid ihr. Häufig wird gesagt, dass man mit den Jugendlichen heute nichts mehr anfangen könne, eben weil das ein Haufen von ignoranten Konsumidioten sei. Aber falls das wirklich im größeren Stil so sein sollte, dann wäre doch die Frage angesagt, was in aller Welt hat sie so werden lassen? Heute wird 20 Mal mehr für Kinderwerbung ausgegeben als 1980. Das zahlt sich aus. Taktik ist, Eltern als Idioten und Nörgler vorzuführen und Rüpelhaftigkeit als positiv darzustellen. Das gilt als cool und fördert den Absatz. Ich habe einen Marketingmann sagen hören, verhält sich einer unsozial, um an ein Produkt zu kommen, dann ist das gut. Hey, gib mir das wieder, da sind meine Kreditkarten drin, du Doppel! Konsumgeilheit, Materialismus, Shoppingsucht. Auch Kinder sind leider davon immer mehr befallen. In den beliebtesten Kinderprogrammen setzen die Macher immer stärker auf sexuelle Reize. Hey, Sandy, du hattest recht! Es kommt nicht auf die Größe an. Sehr gut, mein kleiner quadratischer Freund. Ich sagte ja, es kommt nicht auf die Größe an. Sondern auf die Technik. Wenn man durch die Nachbarschaften fährt, sieht man das blaue Leuchten der Fernsehgeräte. Wenn Sie also gegen die Globalisten, die Designer unserer Gesellschaft, rebellieren möchten, fangen Sie damit an, ein paar Stunden am Tag Ihren Fernseher auszuschalten. Natürlich brauchen solch machiavellistische Aktivitäten eine Tarnung. Darum nennt sich die Propaganda selber die Public Relations Industrie. Bühnenbildner wurde engagiert, um eine 200.000 Dollar Kulisse für offizielle Kriegsbriefings zu bauen. Heute hat Amerika mehr PR-Propagandisten als Reporter. Das bedeutet, dass beinahe die Hälfte von dem, was die Menschen im Westen sehen, hören oder lesen, von professionellen Lügnern geschrieben wird.
There are snipers on the tops of buildings. There's loud bangs. There's artillery fire. Okay, gut. Setz das Dorf hinter ihr ins Bild. Gib mir mehr Flammen. Wie wär's mit ein paar Schreien? Schreie sind gut. Oh, da fröstelt's an. Das ist gut. Davon kriegt man eine Gänsehaut. Wann glauben Sie, sind Sie mit dem Schnitt fertig? Na, ungefähr in 4 bis 5 Stunden. Oh, das ist gut. Wir spielen es der Presse zu und die können es dann rechtzeitig für die Abendnachrichten in den Satelliten einspeisen. Uns erreicht gerade ein aktueller Sonderbericht von der Albanienfront. Nach neuesten Informationen versucht die junge Albanerin, die wir hier fliehen sehen, terroristischen Repressalien in ihrem Dorf zu entkommen. Heute hat Amerika mehr PR-Propagandisten als Reporter. Das bedeutet, dass beinahe die Hälfte von dem, was die Menschen im Westen sehen, hören oder lesen, von professionellen Lügnern geschrieben wird. Professionelle Lügner, deren Aufgabe es ist, die Leute vor dem Fernseher zu halten, sie Klatschmagazine lesen und große Mengen giftiger Nahrung essen zu lassen. Und Shopping, immer wieder Shopping. Die neuesten Moden und Trends. Das ist das Ideal der Propagandisten und große Anstrengungen werden dabei unternommen, dieses Ziel zu erreichen und zu halten. Alles, was die Massen davon abhält, sich zu organisieren und wichtige Fragen darüber zu stellen, was ihre Meister wirklich im Schilde führen. Die 1960er, eine Periode erhöhten Bewusstseins und der Rebellion gegen das Establishment, mit Studenten, die den Widerstand anführen. Als aber die Situation außer Kontrolle zu geraten drohte, befahl das Establishment den Stopp und die Propagandisten begannen schnell, die jungen Menschen weg von gefährlichem Protest hin zu trendy Protest zu führen. Das war damals. Dies ist heute. Mode, Stars, Sex, Musik, Technologie, jede Form der Revolution, außer der sozialen. Obwohl diese reichen und mächtigen Besitzer lediglich 1% der Weltbevölkerung ausmachen, haben sie den Einsatz von Propaganda über die 99% der Bevölkerung gemeistert, sie in Konsumsklaven verwandelt, die härter und härter arbeiten, um Dinge zu kaufen, die sie nicht brauchen. Der Erfolg dieser verstandverändernden Mittel hängt davon ab, dass sie von den Massen unbemerkt bleiben. Hat dieser Mann einen Weltrekord gebrochen? Hat er ein Medikament entwickelt, das Tausende retten wird? Vielleicht wurde er gewählt, um seine Gemeinde zu vertreten. Nein, dieser Mann hat soeben ein Telefon gekauft. Und diese Leute, was lässt sie so voller Freude schreien und weinen? Sie sind in einer Fernsehshow, in der sie Konsumgüter bekommen. Diese Reaktion für ein paar Stiefel. Diese für ein paar Regale. Und diese Hysterie nicht, weil sie zu Gott gefunden haben, sondern wegen ein paar Sneakers. Ganz unter uns. Wir brauchen im Sommer wieder die Schwänchen schwenken, wenn Yogis Jungs spielen. Und wenn sie das alles als Gott gegeben gefressen haben, ihre Arbeitslosigkeit, ihre Sinnlosigkeit, und 2,1 Billionen Euro Staatsschulden. Dann kürzen wir ihnen die Bezüge, damit sie sehen, wie schön sie es vorher hatten. Und falls dann noch einer die Klappe aufmacht, dann haben wir in der Hinterhand immer noch den internationalen Terrorismus. Dann kommen wir mit Turban und langem Bart. Und ich sage ihnen eins, machen wir ihnen so lange Angst, dass sie ihn durch Mark und Bein fährt. Und spätestens dann fressen sie uns aus der Hand. Ich wünsche Ihnen eine glückliche Zukunft. Angst zu erzeugen ist eine weitere Form von Bewusstseinskontrolle. Genau genommen ist Angst ein Zustand der mentalen Lähmung. Das heißt, dass man einen Menschen dadurch, dass man ihm Angst erzeugt, gedanklich in einen engen Rahmen festsetzen kann. In einer Art Gefängnis.
Denn sobald einmal in Angst versetzt, wird er sich über einen abgegrenzten gedanklichen Radius nicht mehr hinausbewegen können. Das heißt, er wird nicht mehr logisch denken können. Das ist deshalb so, weil Menschen im Zustand der Angst nur noch mit dem ältesten Teil unseres Gehirns denken können, dem sogenannten Reptiliengehirn. Dieser Teil unseres Gehirns verwaltet sozusagen alle automatisch ablaufenden Urinstinkte, also Dinge wie Atmen, Herzschlag, Flucht- und Verteidigungsreflex, Hunger, Sexualität und so weiter. Es ist der Teil in unserem Gehirn, der Menschen dazu bringt, entweder überfordert wie paralysiert handlungsunfähig zu werden oder zur Keule zu greifen und draufzuschlagen. Und später danach gefragt zu sagen, ich kann mir nicht erklären, weshalb ich das gemacht habe, denn wenn ich jetzt so in Ruhe darüber nachdenke, würde ich das niemals tun. In jedem Fall werden Menschen, einmal in Angst versetzt, leichter regierbar, weil Menschen dann dazu tendieren, sich einer Persönlichkeit anzuvertrauen, die vorgibt, die Lösung zu kennen, sie aus dem Elend herauszuholen. Wenn Menschen also in permanente Angst versetzt sind oder mit negativen Informationen überfrachtet werden, schalten viele Menschen einfach total ab. Und dann werden klare, logische Gedanken auf ein einfach regierbares Minimum reduziert. Generell kann man jedes Volk, wenn es zum Beispiel durch eine Hungersnot oder große Existenzängste in kollektive Angst oder massiven psychischen Stress versetzt ist, dazu bringen, dass es nur noch aus dem Verteidigungsmodus heraus handelt. Und wenn dann einer auftaucht, der den Retter gibt, der eine mitreißende Art zu sprechen hat, der suggestive Techniken verwendet, zum Beispiel indem er Dinge immer wiederholt, der suggeriert, dass er dich aus dem Elend herausholt, dann ist es von der durchschnittlichen menschlichen Psyche ausgehend absolut nachvollziehbar, dass diesem jemand dann gefolgt wird. Das Leben in dir. Keine Panik, keine Panik, keine Panik vor dem Machen in der Brusten. Einmalig, einmalig, der Puls, das Leben in dir. Wir wollen Soul Music. Soul Music. Psychologie. Neuerdings an der Flasche. Oh oh, schon macht das Gerücht die Runde. Habt ihr gehört? Haki, der Hahn ist ein Druckfreund. Und der soll ein ganz schöner Hühnerhit sein. Der ist nicht länger der Hahn im Kopf. Was? Nicht länger der. Es ist angerichtet. Lassen Sie mich mit einigen Definitionen zum geopolitischen Kontext beginnen, in welchem wir uns alle befinden, inklusive Amerika. Gemäß meiner Wahrnehmung ist der geopolitische Kontext stark durch zwei neue globale Realitäten definiert. Die erste ist, dass sich globales Regieren, wobei ich mich da auf diverse Weltmächte beziehe, sehr verändert hat. Im Gegensatz zu dem, wie es noch vor relativ kurzer Zeit war. Und das macht den Kontext sehr viel komplizierter.
Die andere große Veränderung ist, dass das allererste Mal in der Geschichte der Menschheit die Menschheit politisch erwacht ist. Und das ist eine komplett neue Realität. Eine komplett neue Realität. Denn das war noch nie so in der Geschichte der Menschheit. Im Laufe der letzten 100 Jahre ist die gesamte Welt politisch erwacht. Es ist völlig egal, wo sie hingehen. Politik ist eine Sache von sozialem Engagement und die meisten Leute wissen, was generell so läuft und sie sind sich sehr bewusst über die globalen Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten, den Mangel an Respekt und die Ausbeutung. Die Menschheit ist nun politisch erwacht und die Kombination dieser beiden Dinge, also die Unterschiedlichkeit der globalen Machtführer und die politisch erwachten Massen, machen ein Regieren für Weltmächte sehr viel schwieriger. Politisch erwachte Menschheit? Echt jetzt? Also, beim Blick durch eine x-beliebige Fußgängerzone hatte ich bislang einen ganz anderen Eindruck. Wobei ich ebenso sagen muss, dass ich mittlerweile schon des Öfteren sehr überrascht war, als ich mit Leuten ins Gespräch kam, von denen ich zuvor nie gedacht hätte, dass sie die Dinge hinterfragen. Möglicherweise unterschätzen wir uns auch gegenseitig. Was sagt es eigentlich aus, wenn 10 Millionen samstags Wetten das schauen? Ist das der Beweis für ein Volk von Debilen? Nee, das ist überhaupt kein Beweis. Denn es sagt doch erstmal nur aus, dass sich wiederum 72 Millionen es nicht ansehen. Insofern ist es doch ein gutes Zeichen. Außerdem meint Puczynski, das sogenannte politische Erwachen der Menschheit im Gesamtblick auf die Welt. Und da sind nun mal nicht alle so satt wie in Deutschland. Und wenn Menschen dauerhaft hungrig sind, werden sie schon mal wütend. Und wenn sie wütend werden, ist es im Zeitalter des Internets ein kleiner Schritt, sich mal eben in großer Anzahl zu verabreden und eine Protestparty zu feiern. Öffentlich. Vom jeweiligen Regierungsgebäude. Und genau davor haben Puczynski und Co. Angst. Und ich muss sagen, dass ich das als gutes Zeichen werte. Their capacity to impose control over the politically awakened masses of the world is at a historical low. In earlier times, it was easier to control a million people, literally. It was easier to control a million people than physically to kill a million people. Today, it is infinitely easier to kill a million people than to control a million people. Today, it is infinitely easier to kill a million people than to control a million people. It is easier to kill than to control. All jene, die durch ihre Arbeit, die aber leider sehr, sehr selten unsere Berufung ist, und durch unseren Konsumwahn das System sehr, sehr lange am Leben erhalten haben und dabei aber gar nicht so glücklich sind. Machen wir sogar ein bisschen depressiv. Wir sind alle jene Systemtrotteln, die es schon langsam satt haben, im Hamsterrad zu laufen und all jenen, die vom System fest profitieren, den Deppen zu machen. Wir sind fast
bisschen wütend. Ganz einfach deswegen, weil wir angelogen werden und das ständig, ja? Und keiner unserer Politiker den Mut hat und die Eier, endlich aufzustehen und die Wahrheit zu sagen. Dass uns nämlich das Wasser schon langsam bis zum Hals steht und alle Systeme, ja, in einem künstlichen Vakuum gehalten werden. Wir sind wütend, ziemlich wütend, weil diese Politmarionetten, ja, offenbar ihre Aufgabe vergessen haben, nämlich uns, der Gemeinschaft, zu dienen und nicht gemeinsam mit Banken und den Konzernen über das Volk zu herrschen. Wir sind keine Dummen. Wir sind einfach nur wütend, weil es in diesem Land keine Pressefreiheit gibt, ja? Und wir von abhängigen Medien entweder mit geistigem Müll oder mit Falschinformationen zugeschissen werden. Wir sind wirklich wütend, weil unsere Kinder, die haben kein Bildungssystem, die haben ein Ausbildungssystem, ja? Und dieses Ausbildungssystem wird sich in genau dieselben Hamsterräder hineintreiben, in denen wir schon atemlos den Herzkasperl entgegenhurteln. Wir sind wütend. Wir sind wütend, weil wir nicht am Ende unserer Tage dann an medizinischen Geräten angeschlossen, ja, vergiftet dahin vegetieren wollen, um der Pharmaindustrie und dem Bruttoinlandsprodukt zu dienen. Wir sind wütend, weil wir endlich aufwachen, weil wir bemerken, dass wir als Bioroboter gehalten wurden und den Maschinen dienen. In Wirklichkeit sind wir freie Individuen. Mit einem Geist, mit einer Seele. Und wir sind wirklich sehr, sehr wütend. Und wir sind mehr, als ihr glaubt. Und wir sind die, die nicht mehr unsere Stimmen in Urnen werfen werden. Wir werden sie behalten, damit wir schreien können. Wir sind wütend! Wir sind wütend! Wir sind wütend! Wir sind wütend! Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass die Zeiten mies sind. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Viele sind ohne Arbeit oder haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Banken gehen pleite. Wir wissen, die Luft, die wir einatmen, ist vergiftet, genauso wie die Lebensmittel, die wir essen. Wir sitzen zu Hause im Sessel, sehen fern und lassen uns von irgendeinem Ansager erzählen, dass es heute 15 Morde und 63 Gewaltverbrechen gegeben hat. So, als ob das ganz normal wäre. Es ist, als ob überall alles verrückt geworden ist, sodass wir gar nicht mehr rausgehen wollen. Wir sitzen zu Hause und langsam wird die Welt, in der wir leben, immer kleiner. Und wir sagen nur, bitte, lasst uns wenigstens hier in Ruhe in unserem Wohnzimmer. Lasst mich meinen Toaster haben, meinen Fernseher, meine Stahlgürtelreifen. Dann sage ich auch nicht, lasst mich bloß in Ruhe. Ich werde euch aber nicht in Ruhe lassen. Ich will, dass ihr wütend werdet. Ich weiß nicht, was man gegen die Depression tun kann, die Inflation, gegen die Russen und die Verbrechen auf den Straßen. Ich weiß nur, dass ihr erst einmal wütend werden müsst. Ihr müsst sagen, ich bin ein menschliches Wesen, verdammt nochmal. Mein Leben hat einen Wert. Ich will jetzt, dass ihr alle aufsteht, einer wie der andere. Ich will, dass ihr sofort aufsteht, zum Fenster geht, es aufmacht, den Kopf raussteckt und schreit, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen! Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen! I'm all right, Jimmy. Delighted to have James Brown on our stage on the show. So let's have a fine welcome for our very fine talent. A woman or a girl.
all that property and all that wonderful money. Now it all goes back in the box. None of it was really yours. You got all heated up about it for a while. Konsumieren. Kaufe. But it was around a long time before you sat down at the board. And it will be here after you're gone. Players come and players go. Houses and cars. Wir sind in einer Art ausversetzt worden. Titles and clothes. Haben euch für die Wahrheit blind gemacht. That everything I clutch and consume and hoard is going to go back in the box. Die besitzen uns. Das ist euer Gott. You have to ask yourself, when you finally get the ultimate promotion, then what? Bei dem Begriff Propaganda denken die meisten an vergangene dunkle Zeiten oder an kommunistische Regime. Und nur die wenigsten würden den Einsatz von Propaganda in einer Demokratie vermuten. Aber was konkret ist eigentlich Propaganda? Sehen wir uns mal an, was Wikipedia dazu schreibt. Propaganda bezeichnet den absichtlichen Versuch, Sichtweisen zu formen und Erkenntnisse zu manipulieren. Okay, und jetzt lasst uns einfach mal schauen, ob diese Definition auf Vorgänge, die in unserer Demokratie ablaufen, zutreffen könnte. Mit diesen Tränen sollte die Weltöffentlichkeit auf den Golfkrieg eingestimmt werden. Eine angebliche Augenzeugin aus Kuwait. Ich habe im Krankenhaus gesehen, wie irakische Soldaten Säuglinge aus den Brutkästen gerissen haben, um sie auf dem kalten Fußboden sterben zu lassen. Doch der dramatische Auftritt war ein Schauspiel, inszeniert von einer PR-Agentur. Die Geschichte von den herausgerissenen Babys, eine Lüge. Sogar in den Nachrichten Inszenierungen. In Berlin hat die Kassenärztliche Vereinigung gegen die geplante Gesundheitsreform protestiert. Die Ärzte hängten symbolisch tausende Kittel an den Nagel, um zu zeigen. Denn die demonstrierenden Ärzte waren nur bezahlte Statisten, angeheuert von einer PR-Agentur. Wenn es nicht auffliegt, dann wird eben wirklich den Leuten was vorgegaukelt und man kriegt sozusagen eine deformierte Öffentlichkeit, wo eigentlich nicht mehr offen und kritisch diskutiert wird, sondern die Leute glauben, kommt was von der unabhängigen Seite. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo schon die PR einen dominierenden Einfluss hat auf die Konstruktion von Öffentlichkeit. Und das Schlimme dabei ist, dass niemand das auffällt. Wie von Geisterhand gelangen Meldungen in die Medien, die keine sind. Eine Branche boomt. Public Relations. Sie erfindet Bilder und Geschichten, um die öffentliche Meinung zu manipulieren. Und zwar so, dass niemand es merkt. Im Grunde wird die Öffentlichkeit und die Wahrheit auf den Kopf gestellt, weil durch die Präsenz solcher Firmen, solcher kommerziellen Interessen wird das Bild verzerrt, das Meinungsbild verzerrt. Und das ist der erste Schritt, um am Ende eine Meinungshoheit zu haben zu einem Thema. Auch Politiker wie die langjährige Familienministerin Ursula von der Leyen nutzen PR, um sich in Szene zu setzen. Über sie und ihr umstrittenes Elterngeld gab es erstaunlich viel positive Berichte in Lokalzeitungen und im Radio. Vor allem viele Frauen finden gut, dass das neue Elterngeld ihnen hilft, Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bekommen. Die Berichte stammten nicht von unabhängigen Journalisten, sondern von einer PR-Agentur. Und viele Medien brachten die geschönten Meldungen, wie eine penible Analyse des Ministeriums zeigt. Ursula von der Leyen, sie trickste und bekam sogar einen Preis für ihre PR-Leistungen. Ja, bitte sehr. Von Herzen Dank, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen sagen, dass ich ausgesprochen geehrt und glücklich bin, dass ich diesen Preis übernehmen darf. Ich muss noch eine ganze Weile darüber nachdenken. Also, das finde ich jetzt verständlich. Da müsste ich nämlich auch erstmal eine Weile drüber nachdenken. Und ich würde mir vermutlich überlegen, weshalb Sie mir den Medienpreis geben, den ja eigentlich meine von mir angeheuerte Public Relations Company verdient hätte. Politiker und PR-Profis als Komplizen bei der täglichen Inszenierung. Unabhängige Journalisten stören da nur. Nur bestimmte Medien sind bei der Ministerin Audienz erwünscht. Die bitte nicht, Bent. Wer sagt die Veranstaltung? Wer sagt das? Frau Kornemann?
Frau Konnemann, warum dürfen wir nicht mit rein? Wir sind doch ganz normal Presse. Sie haben hier öffentlich eingeladen zu dem Termin. Es tut mir leid. Gilt die Pressefreiheit hier nicht? Die Pressefreiheit geht absolut. Ja, dann lassen Sie uns doch bitte rein hier. Nein, danke schön. Doch die transparente Bauweise der Vorzeigekita erschwert den selektiven Presseausschluss. Kommt bitte rein. Wir werden uns darüber danach unterhalten. Ah, das ist super. Aber es werden nicht aus Fenstern. Dann möchte ich sehr ernsthaft mal mit Ihnen reden. Und das wird jetzt nicht mitgeschnitten. Doch jetzt wird es der CDU-Bundesmutti zu bunt. Eine Lehrstunde in Polit-PR. Ich bin jetzt hier in einer, ich wäre Ihnen doch sehr dankbar, wenn jetzt diese Veranstaltung hier geschlossen bleibt. Na, das wäre ganz nett. Würden also Sie sollen wir nicht dran teilnehmen an der Veranstaltung? Das wäre ganz nett, wenn Sie uns einfach einen Moment hier allein lassen. Und ja? Wollen Sie dann die anderen Vertreter der lokalen Medien auch rausbitten? Würden Sie doch einen Moment jetzt hier mal diesen geschlossenen Kreis hier lassen. Ja? Warum gilt die Pressefreiheit hier nicht? Und jetzt fragen wir einfach mal hier, Sie sind die Gastgeber. Ich möchte Sie bitten, hier jetzt die Runde nicht gerade zu verlassen. Okay. Einerseits Blockade von Informationen bei kritischen Themen und andererseits die große PR-Tunke, wenn man was loswerden will. Dazwischen gibt es kaum mehr was. Also das, was man Diskurs nennt oder was man offene Dialogbereitschaft nennt, das ist sozusagen total verkümmert. Sie können sozusagen nur im Nachhinein, wenn das sozusagen schon mal durch die Medien gegangen ist, oder wenn es sozusagen Hinweisgeber gibt, die sagen, hier läuft was schief, dann können Sie sozusagen nachträglich eine Rüge aussprechen. Die Rüge hat keinerlei rechtliche Konsequenzen. Und die Leser und Zuschauer erfahren erst recht nichts davon. Bei ihnen bleiben die Inszenierungen als Realität hängen. Die Lügen werden zur Wahrheit. Gesehen, bei denen Public Relations Firmen beauftragt wurden, zunächst Begebenheiten komplett frei zu erfinden, dann jeweils einen seriös wirkenden Bericht darüber zu drehen und schließlich dafür zu sorgen, dass diese gefakten Berichte in den als Wahrheitsvermittler akzeptierten Nachrichten auftauchten. Könnte man bei dem gefakten eher zu demonstrieren für mehr Geld Bericht noch sagen? Naja, das war zwar erlogen, aber es tat ja keinem weh. So lässt sich das bei diesem Bericht nicht mehr sagen. Denn mit dieser hochdramatischen, völlig frei erfundenen Story wurde die Welt davon überzeugt, dass man jetzt unbedingt den Irak bombardieren müsse. Eine sehr viel elegantere Möglichkeit der Public Relations ist es aber dafür zu sorgen, dass relevante Informationen gar nicht erst genannt werden. Und dazu mal ein Beispiel. Was sehen wir hier? Exakt, wir sehen Häuser, die gesprengt werden. Ein Sprengmeister würde sagen, dass die Firmen, die diese Sprengungen ausgeführt haben, einen guten Job gemacht hätten. Denn diese Häuser fallen optimal in sich zusammen. Hier noch eines und noch eines. Sieht einfach perfekt aus. Und was sehen wir hier? Jetzt denkst du vermutlich, na was wohl, eine weitere Sprengung, was sonst? Ich würde ja sagen, korrekt, das sehe ich auch so, aber die Mainstream-Meinung will, dass man darin das Ergebnis zweier kleinen Brände sieht. Dieses Gebäude ist World Trade Center Nummer 7. Die Herausforderung der Public Relations Firmen war es in diesem Fall, dafür zu sorgen, dass möglichst wenige vom Schicksal dieses Gebäudes erfahren. Denn in offiziellen Dokumentationen über den 11. September wird es, wenn überhaupt, nur sehr beiläufig erwähnt. Das World Trade Center bestand also aus mehreren Gebäuden, wobei die bekannten Twin Towers zwei davon waren. Weshalb aber findet man es notwendig, dafür Sorge zu tragen, dass das Schicksal von Gebäude 7 möglichst wenigen bekannt wird?
Das ist deshalb so, weil man sonst erklären müsste, wie ein 47-stöckiges Hochhaus, ebenso wie die Twin Towers, in perfekter Sprengweise in sich zusammenfiel, obwohl es von keinem Flugzeug getroffen wurde. Wenn das Gebäude 7 in seltenen Fällen doch mal in einer Mainstream-Dokumentation über den 11. September auftaucht, dann ist die Argumentation für den perfekten Zusammenfall die, dass es von einigen Trümmern der Türme getroffen worden sei und es daher brannte. Okay, dann sehen wir uns den Brand, der zum perfekten Zusammensturz geführt haben soll, doch mal kurz an. Die Türme des World Trade Centers stürzten innerhalb von rund 10 Sekunden in sich zusammen. Daten der Columbia University zufolge dauerte es beim Nordturm 8 Sekunden, beim südlichen 10. Ein mehr als 200 Meter hohes Stahlgerüst aus den stabilsten Stahlträgern, die jemals errichtet wurden. Durch welche Kraft verschwinden die Stahlträger einfach? Das 47-stöckige Gebäude 7 brach in nur 6,5 Sekunden lehrbuchmäßig zusammen. In einem Artikel der New York Times hieß es, Gebäude 7 habe gebrannt wie eine Kerze. Zu sehen sind aber nur etwas Rauch und ein paar kleine Brände. Zu sehen sind aber nur etwas Rauch und ein paar kleine Brände. Noch nie ist ein Stahlgebäude durch ein Feuer zusammengebrochen. Noch nie ist ein Stahlgebäude durch ein Feuer zusammengebrochen. Sweetness,
Es klang wie Schüsse. Und dann plötzlich gab es drei heftige Explosionen. So beschreiben die Feuerwehrleute den Zusammenbruch des Notfalls. Wir liefen von Etage zu Etage. Dann knallte es. Als gäbe es Explosionen. Ja, Explosionen. Als hätte man ein Haus sprengen wollen. Als hätte man ein Haus sprengen wollen. Wo war nun am eben gezeigten Beispiel die große Leistung der Public Relations? Erstens, dafür zu sorgen, dass möglichst wenige vom World Trade Center Nummer 7 erfahren, denn könnten Menschen bei den Türmen noch sagen, naja, da sind halt Flugzeuge reingeflogen und es hat so laut gekracht und deshalb haben sich die Türme eben in Staub aufgelöst. So würden es viele bei Gebäude 7 vermutlich nicht mehr so einfach hinnehmen, dass ein Gebäude mit begrenzten Bränden einfach so in freier Fallgeschwindigkeit in sich zusammenfällt. Die beste Leistung der Public Relations ist es in diesem Fall aber definitiv, Menschen dazu zu bringen, wie auf einen Trigger konditioniert, sofort Verschwörungstheorie zu rufen, sobald Zweifel an der offiziellen Version geäußert werden. Aber wie manifestiert man einen solchen Reflex? Wie bekommt man es hin, dass sich Menschen, und zwar ohne, dass sie sich mehrheitlich neutral mit diesem Thema beschäftigt hätten, sofort abwenden und Verschwörungstheorie rufen? Das erreicht man durch Konditionierung, etwa so wie bei dem Beispiel von Pavlos Dog. Pavlo hatte einen Hund konditioniert, dass dieser beim Einsatz eines Triggers auf bestimmte Weise reagiert. Ein Trigger ist ein Auslöser und will man einen Hund auf einen Trigger konditionieren, geht das natürlich am besten mit etwas Essbarem. Und nun hat Pavlo Folgendes gemacht. Er führte dem Hund das Geräusch eines Taktmessers vor und gab ihm gleichzeitig etwas zu essen. Das Ergebnis beim Hund war irgendwann, dass ihm der Speichel runterlief, wenn er nur dieses Geräusch hörte, auch wenn es gar kein Essen gab. Pavlos Hund war also auf das Geräusch des Taktmessers konditioniert. In diesem Fall war also der Taktmesser der Trigger. Okay, und was hat dieses Beispiel jetzt damit zu tun, dass viele bei einer vom Mainstream abweichenden Theorie sofort Verschwörungstheorie rufen, obwohl sich viele dieser Verschwörungstheorie-Rufer nie näher mit dem Sachverhalt beschäftigt haben? Ganz einfach, bei Public Relations geht es immer auch um Psychologie. Und was bei einem Hund funktioniert, funktioniert auch bei einem Menschen. Will man also Menschen davon abbringen, sich mit einem Thema kritisch auseinanderzusetzen, installiert man in Berichten zum betreffenden Thema einen Trigger. Im Fall in 9/11 ist der installierte Trigger der, dass man, wann immer man kritische Stimmen zum Thema 9/11 zu Wort kommen lässt, sofort etwas einsetzt, das den eben gezeigten Kritiker lächerlich erscheinen lässt und gleich danach das Triggerwort Verschwörungstheorie fällt. Man kann dann natürlich noch zusätzlich ein paar tatsächlich, sagen wir mal, überspannte Leute auftreiben und diese im gleichen Bericht zu Wort kommen lassen. Oder einfach den Begriff UFO ganz beiläufig und ohne jeden Zusammenhang im Bericht auftauchen lassen. Das erfüllt dann den gleichen Zweck. Das hat natürlich dann den Effekt, dass Menschen, die sich den jeweiligen Kritiker im lächerlich gemachten Kontext ansehen und dann noch das Triggerwort Verschwörungstheoretiker hören, sich sofort abwenden, weil sie natürlich auf gar keinen Fall im Kreis derer aufgenommen werden wollen, die man gleichermaßen lächerlich macht. Mit diesem Vorgehen erreicht man gleich mehrere Ziele. Erstens, man hat natürlich auch im Mainstream mitbekommen, dass die Menschen, die die offizielle Version vom 11. September in Frage stellen, weltweit immer mehr geworden sind. Also wäre es nahezu verdächtig, wenn der Mainstream nichts davon berichtet. Indem das also im Mainstream thematisiert wird, kann man schon mal sagen, wieso Zensur? Wir berichten noch davon. Womit ich natürlich nicht sagen will, dass es keine Verschwörungstheorien gäbe. Und spontan fielen mir da auch sofort einige ein, sogar ganz hochoffizielle. Aber okay, das wäre ein Thema für ein weiteres Video. Sehen wir uns lieber ein paar kleine Beispiele an, wie das konkret in 9/11 Mainstream-Dokumentation für gewöhnlich so abläuft. 10 Jahre danach scheint es mehr Fragen als Antworten zu geben.
In Leipzig sitzt der Macher von Unter falscher Flagge. Ein wahrer Blockbuster unter Verschwörungstheoretikern. Frank Höfer hat den Low-Budget-Streifen zusammengeschnitten. And Mama drives. Oh Lord knows Mama drives. Um endlich die Intrigen der Bösen und Mächtigen aufzudecken. Die Zwillingstürme sind mit 415 Metern die höchsten Gebäude New Yorks. Allein hier sterben 2600 Menschen. Am Nachmittag sackt auch das benachbarte World Trade Center 7 in sich zusammen. Verschwörungstheoretiker vermuten, alle drei Gebäude wurden gesprengt. An der Universität Kopenhagen lehrte Niels Harrit Chemie. Vor 10 Jahren hat man behauptet, das Kerosin brachte die Stahlfassade zum Schmelzen und das Gebäude zum Einstürzen. Das ist Unsinn. Ein Feuer kann kein Stahlgebäude zerstören. Punkt. Es sackt von unten nach oben in sich zusammen. Erst unten, dann oben. Es sieht exakt wie eine kontrollierte Sprengung aus. Aus Ingenieurssicht ist es ein Meisterstück. Es ist ausgezeichnet gemacht. Das 900.000 Tonnen schwere World Trade Center ist fast komplett pulverisiert. Niels Harrit sucht in diesem Staub nach explosiven Beweisen. Das ist eine Probe aus dem Staub des World Trade Centers. Er findet Hinweise auf Thermit, ein hochexplosives Sprengmittel. Es wird 1000 Grad heißer als der Schmelzpunkt von Stahl. Das hier ist das Produkt einer Sprengung mit Thermit. Man kann Stahlträger mit Thermit zerteilen. Es schneidet durch Stahl wie durch Butter. Sprengmeister benutzen mit Stahl ummantelte Ladungen. Das bedeutet, dieser Sprengstoff wurde bei der Zerstörung des World Trade Centers benutzt. Absurde Verschwörungstheorien behaupten. Sogar der leibhaftige Teufel war dabei. Und auf diesem Video ist ganz klar ein echtes UFO hineinmanipuliert. Erkennt ihr, wie das läuft? Es muss gar nicht behauptet werden, dass ein im Bericht zuvor zu Wort gekommener Kritiker Interesse an UFOs hätte. Das zu behaupten, könnte auch viel zu kostenintensiv werden, da man natürlich mit Klagen wegen Rufschädigung und Falschaussage zu rechnen hätte. Aber sowas zu behaupten, ist auch komplett unnötig, denn es reicht völlig aus, im gleichen Bericht eine vermeintlich beiläufige Bemerkung über UFOs zu machen. Etwa indem man Dinge sagt wie, einige dieser 9-11-Zweifler glauben auch an die Existenz von UFOs. Und natürlich werden sich unter ihnen auch welche finden lassen, die tatsächlich über UFOs spekulieren. Ganz einfach deshalb, weil es in jedem Bereich Leute gibt, für die UFOs, in welcher Hinsicht auch immer, ein Thema ist. Man denke nur an den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan. Der hat sogar in mehreren Reden darüber gesprochen, dass er hoffe, dass die Aliens bald kommen. Gelegentlich denke ich, wie schnell unsere Differenzen weltweit verblassen würden, wenn wir einer Bedrohung durch Außerirdische ausgesetzt wären. Und jetzt frage ich Sie, ist eine außerirdische Macht nicht schon längst unter uns? Okay, und jetzt überlegt doch mal, ob dir noch ein weiteres häufig genutztes Triggerwort einfällt, mit dem man Kritiker gerne unglaubwürdig erscheinen lässt. Kommst du drauf?
klar kommst du drauf. Es ist natürlich das Wort nationalsozialistische Tendenzen. Und auch dabei muss man den jeweiligen Kritiker nicht direkt beschuldigen. Denn dann müsste man es ja beweisen. Nein, es reichen beiläufig erwähnte Sätze wie zum Beispiel: Der Herr so oder so soll übrigens jemanden kennen, der jemanden kennt, der wiederum jemanden gekannt haben soll, der sich in nationalsozialistischen Kreisen bewegt hat. Und schon haftet der Begriff Nazi an dieser Person und macht sie suspekt. Und weil wir gerade beim Thema sind, was ist eigentlich meine Definition eines Nazis? Ich würde jemanden als Nazi bezeichnen, der sich, und zwar allein aufgrund seines Geburtslandes und seiner Gene, anderen überlegen fühlt. Und solche Leute können natürlich sehr unangenehm werden. Genauer gesagt können sie nicht nur unangenehm, sondern mitunter lebensgefährlich werden. Nazis gibt es in vielen Ländern dieser Erde. Das ist keine deutsche Exklusiveigenschaft. Allerdings hätte ich als ein in Deutschland lebender Mensch von überwiegend nicht deutscher Herkunft natürlich vor den deutschen Nazis am meisten zu befürchten. Dann ginge es nach deren Kriterien, wäre ich gar nicht hier. Aber gerade weil wirkliche Nazis eine ernste Sache sind, sollte man mit diesem Begriff nicht inflationär umgehen und ihn dazu missbrauchen, Leute zu diskreditieren, die per Definition ganz klar keine sind. Und um jetzt exakt ein einziges Mal auf die hin und wieder kommenden "Du bist bestimmt ein verdeckter Nazi" Kommentare einzugehen, folgendes. Wenn ich Nazi werden wollte, hätte ich ein echtes Problem, denn im Land meines Dads ist es zwar immer schön warm, aber da hätte ich echte Nazi-Anschlussschwierigkeiten, weil ich die Sprache nicht ausreichend gut kann und ich glaube, dass das so die Grundvoraussetzung wäre. Im Land meiner Mom bzw. ihrer Mutter, also meiner Oma, bin ich bislang nur ein paar Mal zwischengelandet. Und auf diesem Flughafen konnte ich jetzt nicht so die Nazi-Connection aufbauen. Da weiß ich nicht, ob die mich überhaupt in ihrem Verein aufnehmen würden. Da bliebe also nur noch Germany. Und wenn ich mich dort bei der Nazi-Szene bewerben würde, hätte ich, glaube ich, ganz schlechte Karten mit nur 25% deutschen Genen. Da ich aber gar kein Nazi werden will, muss ich mich auch nicht für eine der drei Nationen entscheiden, ne? Und damit ist das Thema hoffentlich durch. Es sei denn, es kommt jemand und sagt, das ist alles Tarnung. And you may find yourself living in a shotgun shack. And you may find yourself in another part of the world. And you may find yourself behind the wheel of a large automobile. Wenn ich also mal wieder einen Kommentar unter meinen Videos lese, dass ich ein verdeckter Nazi sei, dann kommt mir immer das Bild von Pavlov Dog in den Sinn und dann denke ich, die Konditionierung war wirklich erfolgreich. Und dann habe ich natürlich ein bisschen Mitleid. Allerdings denke ich dann auch, also so langsam ist diese Du-Nazi-Sache so ausgelutscht wie ein Tropf von vorgestern und bei mir funktioniert die schon lange nicht mehr. I'm sorry, so sorry. Da 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 da. I'm sorry, so sorry for you. Da 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 da. Überall wird die Frage diskutiert, wie konnten sich die Terrorflugzeuge unbehelligt im amerikanischen Luftraum bewegen. Was ist da passiert? Es wird also vermutet, dass eine kleine Terrororganisation so etwas überhaupt nicht bewerkstelligen könnte, sondern dass da doch schon staatliche Unterstützung und dahinter stecken muss. Hier ist die Komplizenschaft von Geheimdiensten anderer Staaten und mächtigen Organisationen vonnöten. Andererseits kann man nicht unbemerkt von der Aufmerksamkeit aller amerikanischen nationalen Sicherheitsdienste diesen Angriff vorbereiten. Irgendwas hätten die Amerikaner CIA, National Security Agency, erfahren müssen. Piloten der Vereinigung Cockpit hier in Deutschland, aber auch amerikanische Piloten haben gesagt, unmöglich, dass ein Pilot, selbst wenn man ihm eine Pistole an den Kopf hält, freiwillig
oder auch nur unter Zwang dieses Ziel angesteuert hätte. Er hätte immer versucht, kurz vorher noch abzudrehen. Also wahrscheinlich hat man den Piloten erschossen oder es waren möglicherweise Terroristen. Auch das kann ich mir so ohne weiteres nicht vorstellen bei 4 Flugzeugen. Kann man das nicht erklären. Ich denke, dass eine solche Anschlagsserie durchaus an manchen Stellen transparent sein musste. Und dass es keine Vorwarnung gab, das verstehe ich heute nicht, was hier los war, wie Dienste unter Umständen hier blind geworden sind für bestimmte Vorgänge, aus welchen Gründen auch immer. Das ist ein Szenario, das unglaublich ist. Es scheint aus einem Film aus Hollywood zu kommen. Das ist wie ein Roman von Tom Clancy. Von politischer Seite natürlich die üblichen Verdächtigen von Bin Laden bis Saddam Hussein im Irak genannt. Manchmal hat man so einen, so einen Verdacht, als wenn das ein Phantom wäre, dieser Mann. Osama Bin Laden wird für alles verantwortlich gemacht. Osama Bin Laden wurde über Jahre hinweg gehätschelt von den USA, sein Umfeld auch, vergessen wir das nicht. Das Taliban-Regime in Afghanistan, das Bin Laden sonst deckt, betont in einer ersten Stellungnahme, die Gruppe um Bin Laden hat nichts mit diesem Anschlag zu tun. Ich glaube, dass amerikanische Sicherheitskreise und heute auch der amerikanische General Clark deutlich gemacht haben, es kann unmöglich Osama Bin Laden alleine gewesen sein. Ich denke natürlich auch, dass diese Leute, die das gemacht haben, wer auch immer das gewesen sein mag, Helfershelfer in Amerika haben müssen. Helfershelfer in Amerika, sagen Sie? Wer könnte das sein? Fällt hier irgendetwas auf? Kurz nach 9-11 wurden im Mainstream noch logische Fragen gestellt. Hier ist die Komplizenschaft von Geheimdiensten anderer Staaten und mächtigen Organisationen vonnöten. Andererseits kann man nicht unbemerkt von der Aufmerksamkeit aller amerikanischen nationalen Sicherheitsdienste diesen Angriff vorbereiten. Irgendwas hätten die Amerikaner CIA, National Security Agency erfahren. Helfershelfer in Amerika, sagen Sie? Wer könnte das sein? Dann allerdings ging die Öffentlichkeitsarbeit los und seitdem wird es im Volk mehrheitlich als seriös angesehen, dass ein Cowboy aus Texas die Welt mit Bezeichnungen einteilte, die Filmtitel für unterirdisch schlechte Western sein könnten. Manche Leute schreiben übrigens in Kommentaren unter meinen Videos, das Video ist ganz gut, aber deine Stimme hört sich leider so unseriös an. Und das mag durchaus so sein. Nachrichtensprecherin werde ich sicherlich nicht. Aber will ich das denn? Ich denke nicht. Was ich aber verwunderlich finde, ist, dass genau die Leute, die die Seriosität eines Videos nicht etwa wegen dessen Inhalt, sondern aufgrund der Stimme, die den Inhalt transportiert, in Frage stellen, auf der anderen Seite heute noch der vermeintlich seriösen Aussagen einer Weltmacht vertrauen, die einen amerikanischen Präsidenten wie Bush hatte. Also einen Präsidenten, der sich in Geheimgesellschaften rumtrieb, bei der man sich als Initiationsritus in einen Sarg legen und tot spielen musste. You were both in Skull and Bone, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go wild. I'm sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 22? Übrigens war John Kerry, Präsidentschaftskandidat von 2004 und ein entfernter Cousin von Bush, bei dem gleichen Geheimverein. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Und dank der Öffentlichkeitsarbeit empfand es die Welt als seriös, dass ein Ex-Alkoholiker wegen des 11. September ein Land bombardierte, das rein gar nichts mit dem 11. September zu tun hatte. In one of my many press conferences and told you, next year I make this prediction to you. Wir zogen in den Krieg. Ich weiß nicht, ob ihr euch an eure Bildschirme erinnern könnt. Es war letzten Sommer. Sommer, ihr wisst schon. Und da stand, wir ziehen in den Krieg, als ihr den Fernseher eingeschaltet hattet. Dort stand, wir ziehen in den Krieg.
Nun ist es natürlich völlig unerheblich, ob jemand mal Alkoholiker, drogenabhängig oder sonst was war. Denn jeder hat das Recht, Fehler zu machen. Interessant finde ich nur, dass man sogenannte Verschwörungstheoretiker mit Vorkommnissen ähnlicher Art sofort unglaubwürdig machen kann. Während amerikanische Präsidenten Alkoholiker gewesen sein konnten, sich Außerirdische herbeiwünschen und lügen dürfen, sich in Särge legen oder versehentlich mal eben über 1,5 Millionen Menschen töten können, ohne dass deren Seriosität mehrheitlich in Frage gestellt würde. Let's have a black celebration. Black celebration. Diese Massenvernichtungswaffen müssen noch irgendwo sein. Nee, hier unten sind sie nicht. Na, vielleicht sind sie ja hier. Wenn du eine Regierung wie diese hast und jemand wie George Tenet bestätigt in seinem Buch, dass er wusste, dass die amerikanische Regierung das amerikanische Volk in eine Situation reintäuschte, die Menschen von diesen und anderen Ländern umbringt, dann sollte George Tenet, Dick Cheney, Condoleezza Rice und vor allem George Bush in den verdammten Knast. Fucking jail. Entsprechende Öffentlichkeitsarbeit lässt sich also fast jede Sichtweise und jede Person je nach Bedarf entweder positiv promoten oder eben lächerlich machen. Und so konnte man zum Beispiel einen Herrn Wolf als quasi Prototypen des korrupten Politikers darstellen. Obwohl, wie jetzt bei Gericht herauskam, so gut wie gar nichts übrig blieb, was eine Bestechlichkeit beweisen würde. Ich erinnere mich da übrigens an Kommentare im Spiegelforum, wo man sich gegenseitig abklatschte, welch toller Beweis es für unsere angeblich investigative freie Presse sei, dass Wolfs Machenschaften jetzt ans Licht gekommen seien. Die gleichen Leute scheinen es aber rein gar nicht zu verwundern, dass ein Mensch wie Herr Schäuble von der Presse mehrheitlich als ehrenwerter Politiker vermittelt wird, obwohl dieser, und zwar im Gegensatz zu Wolf, tatsächlich etwas angenommen hat, was nach einer Bestechung aussah. Und zwar nicht mal eben eine Gratisübernachtung bei irgendwelchen vermeintlichen Freunden, sondern 100.000 D-Mark von einem Waffenhändler. Herr Schäuble aber durfte, trotz der 100.000 D-Mark von einem verurteilten Waffenhändler, die er angenommen hatte, sogar noch Finanzminister werden. Und das, obwohl er auf die Frage, wo das Geld denn geblieben sei, nur sagen konnte, hey, sorry Leute, ich habe die 100.000 in der Schublade vergessen. Keine Ahnung, wo die jetzt sind. Sie reden heute ziemlich viel über Geld, über Finanzen auch der Bundesrepublik Deutschland. Nun wollen Sie das Finanzministerium besetzen mit eine Person, der öffentlich beteuert hat im Deutschen Bundestag, dass er einen Waffenhändler nur einmal getroffen hat und dabei vergessen hat, dass er auch noch 100.000 D-Mark von dem angenommen hat. Also wie können Sie so eine Person als sehr kompetent schätzen, um sozusagen die Finanzen dieses Landes hinzuzuvertrauen in der Krise? Also können Sie das erklären? Weil diese Person mein Vertrauen hat. Aber kann er mit Geld umgehen, wenn er vergisst, dass er 100.000 Mark in bar in seiner Schublade liegen hat? Ich habe wirklich jetzt alles gesagt dazu. Aber es geht um die Finanzen von 82 Millionen Deutsche. Also das ist eine ziemlich große Summe, würde ich sagen. Also. Madame Merkel sagte also einfach, und damit wurden die 100.000 vom Waffenhändler angenommenen D-Mark unbedeutender Teil der Geschichte und Schäuble Finanzminister. So einfach kann das gehen, wenn man denn will. Aber weshalb sollte man es denn bei Wolf nicht gewollt haben können? Möglicherweise lag das an seinen ESM-kritischen Vorträgen?
Im Sommer 2011 gab Bundespräsident Wolf seinen Bedenken noch vor Wirtschaftsnobelpreisträgern starken Ausdruck. Und wir befinden uns im Moment, davon bin ich fest überzeugt, in einem ganz entscheidenden Moment. Später wird uns, daran glaube ich, deutlich werden, wie sehr das, was wir jetzt tun oder unterlassen, die kommenden Jahrzehnte bestimmen wird. Jetzt rettet die Staatengemeinschaft einzelne Staaten, und da ist die Frage nicht unbillig, wer rettet am Ende die Retter? Ich sage es auch hier mit Bedacht, ich halte den massiven Aufkauf von Anleihen einzelner Staaten durch die Europäische Zentralbank für politisch und rechtlich bedenklich. Das Parlament ist vielfältig gefährdet. Man spricht ja von der sogenannten Postdemokratie, wo die Institutionen noch da sind, Regierung, Parteien, Parlament, aber die Entscheidungen schon längst ganz woanders getroffen werden. Weiteres Beispiel für gezielte Public Relations ist Pussy Riot. In unseren Medien werden sie als mutige, coole Punkband dargestellt, die sich getraut, gegen das Regime Putin den Mund aufzumachen, während der böse Putin sie 2 Jahre lang einsperren ließ. Werden also Bilder von Pussy Riot gezeigt, sieht man immer kurze Ausschnitte aus ihrem Kirchengig. Und natürlich kommen dann bei vielen Gedanken wie, Mann, sind die cool, die trauen sich was. Und wenn's gegen diesen Putin geht, kann das ja nur gut sein. Und dass dieser spießigen orthodoxen Kirche das nicht gefällt, war ja ohnehin klar. Sehen wir uns also erstmal kurz an, mit welchen Aktionen Pussy Riot sonst so auf sich aufmerksam gemacht hat. Pussy Riot schauten gerne mal in diversen Läden vorbei und machten dort ein bisschen Punk. Und auch auf Modeschauen machten sie eine kleine Feuerperformance, wobei gegen all diese Dinge natürlich nichts einzuwenden gewesen wäre, wenn es der Veranstalter auch so cool gefunden hätte. Nadezhda Tolokonikova war übrigens zuvor bei einer Vereinigung aktiv, die auch schon mit diversen Performances auffiel. So wurde zum Beispiel ein Supermarkt als Location gewählt und in Anwesenheit von einem kleinen Kind sowie den Kunden im jeweiligen Supermarkt führte eine der Ladies ein paar, nennen wir es mal, kreative Sachen mit einem Huhn vor. Auch ihre weiteren Aktionen waren allesamt, sagen wir mal, zumindest ein wenig unkonventionell. Und man kann ihr wirklich nicht vorwerfen, dass sie zu wenig Einsatz zeigen würde. Denn selbst als sie im 9. Monat schwanger war, brachte sie in einem öffentlichen Museum in Anwesenheit von Kindern vollen Einsatz. Neben den offiziellen Reaktionen haben in zahlreichen Ländern Unterstützer der russischen Punkband ihre Solidarität mit den 3 Verurteilten zum Ausdruck gebracht, wie hier vor der russischen Botschaft in Berlin. Die Sängerin Simone Jones ist empört. Als Musikerin glaube ich daran, dass man sich frei ausdrücken darf. Und der Fakt, dass dieses Recht vielen Menschen auf der Welt verweigert wird, ist für mich einfach widerlich. Ja, das finde ich auch ziemlich disgusting, dass man sich nicht mal im Supermarkt ein bisschen kreativ austoben darf. Oder eben in einem öffentlichen Museum, in Anwesenheit von ein paar Kids, okay, aber gruppenmäßig ausleben können soll. Aber hey, stopp mal, jetzt habe ich was verwechselt, denn deshalb wurden die ja gar nicht verurteilt.
Wegen dieses Auftrittes in der für die Gläubigen dort wichtigsten Kirche wurden sie zu 2 Jahren verurteilt. Und das kann man natürlich völlig ungerechtfertigt finden, das ist überhaupt keine Frage. Ich überlege mir nur gerade, was mit diesen Frauen passiert wäre, wenn sie das in einer, sagen wir, jüdischen Synagoge oder in einem muslimischen Land, in einer Moschee gemacht hätten. Ob sich die Claudia dann auch so vehement dafür eingesetzt hätte, wie sie das bei Pussy Riot gemacht hat? Oder hätte sie nicht eher gesagt, dass man die religiösen Gefühle der Muslime respektieren müsse und man so etwas in einer Moschee eben nicht machen dürfe? Aber wir müssen gar nicht ins Ausland gehen. Schauen wir doch einfach mal, wie die Deutschen damit umgehen, wenn Pussy Riot Fans das im Kölner Dom machen. Die katholische Kirche hat gegen 3 deutsche Pussy Riot Aktivisten Anklage erhoben, nachdem diese einen Gottesdienst im Kölner Dom gestört hatten. Diese 3 deutschen Aktivisten könnten mit einer Strafe rechnen, die länger ist als die, welche die Moskauer Pussy Riots erhalten haben. Von der Verurteilung der deutschen Pussy Riot Copy Aktion hört man natürlich nichts in den Nachrichten. Aber dafür ist es wieder Zeit für ein bisschen Public Relations, die zum Ziel hat, die Regierung Putin so negativ wie möglich darzustellen. Im heutigen Russland herrscht zwar nicht Agonie wie in der Brezhnev-Ära, dafür aber die aggressive Autokratie des Wladimir Putin. Das heißt nichts Gutes für all jene, die sich öffentlich und kritisch Gehör verschaffen. Der Kreml, die russische Machtzentrale. Und dort an der Kreuzung im roten T-Shirt steht ein ganz und gar Ohnmächtiger, ein Aktivist von Wojna. Die Fußgängerampel steht noch auf Rot. Der Verkehr rast, aber es folgt ein beherzter Sprung auf die Kreuzung hin zu einer schwarzen Limousine mit Blaulicht auf dem Dach. Und jetzt setzt der Wojna-Mann auch mal ein Blaulicht auf, und zwar sein eigenes. Sachbeschädigung eines staatlichen Dienstwagens ist das und ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Vor allem aber ist es ein Statement gegen ein autoritäres Regime. Solche Bilder prägen sich ein und Russlands Mächtige fühlen sich von ihnen extrem provoziert. Na, da spekuliere ich doch jetzt einfach mal wild drauf los und behaupte, dass sich Deutschlands Mächtige auch provoziert fühlen würden, wenn gehäuft Leute anfingen, über Polizeiautos zu rennen. Direkt vorm Gebäude eine der großen Petersburger Zugbrücken. Die Wojna-Leute schlugen im Dunkeln zu. Inzwischen malten die anderen Wojna-Leute ihre Botschaft auf die Brücke. Das Bild ging um die Welt, wie sich ein 62 Meter großer Penis vorm Geheimdienstgebäude aufrichtet. Ja, ist ja ganz lustig, aber der Titel dieser Sendung heißt ja... Künstler in Gefahr. Also was ist den Künstlern passiert? Kamen sie in den Knast? Wurden sie gefoltert, verschleppt, getötet? Ich meine, dieser Putin scheint ja wirklich hart drauf zu sein. Da muss ja mindestens ein Gefängnisaufenthalt die Folge gewesen sein. Wie bitte? Nichts dergleichen? Die haben stattdessen eine Auszeichnung und 10.000 Euro für diese Aktion vom russischen Kulturministerium bekommen? Jetzt bin ich aber echt irritiert. Aber nicht falsch verstehen, auch in Russland werden mit Sicherheit Dinge passieren, die alles andere als wünschenswert sind. Nur, was das konkret für Sachen sind, erfahre ich leider nicht aus unserer Presse, denn da muss ich mir 10-mal überlegen, ist das jetzt wieder Propaganda oder ist es dieses Mal echt? Eine weitere sehr beliebte Methode, das Volk von etwas zu überzeugen, ist übrigens, wenn man sich ein paar sogenannter Promis einkauft, die dann Adäquates zum jeweiligen Thema äußern. Jetzt könnte natürlich jemand sagen, hey, das ist so echt zu negativ. Okay, und dann sag ich, lass uns mal kurz ein paar dieser zum Thema Pussy Riot bezahlten Promis anhören. Die Diktatoren sind immer prüde und diese Kunst ist ja auch sinnlich. Für mich ist es ein verbrecherisches Urteil. Wo ist die Liebe? Geh dir Ljubov. Ich denke mal, in Deutschland wäre sowas eine Ordnungswidrigkeit. Also ich finde es
Nicht gerechtfertigt in keiner Weise. Zum Beispiel wollte ich mit dir gerne über Pussy Riot sprechen. Hast du dich da bei dem Thema engagiert? Ich habe Geld bekommen vom ZDF, um mich in Aspekte da kurz zu äußern. Ja. Moment, die zahlen Geld dafür? Das darf ich nicht sagen. Hä? Hast du doch jetzt schon. Sag, wie viel Geld? Sehr. Und halt, also, was hast du denn dann da gesagt für das ganze viele Geld? Weiß ich gar nicht mehr. Das ZDF bezahlt also viel Geld, dass sich sogenannte Promis zu Themen äußern. Natürlich mit dem Ziel, dass der Zuschauer dann deren Meinung übernimmt. Und das wird er vielleicht nicht beim ersten Mal. Aber wenn er es 10-mal gehört hat, weiß er zumindest, in welche Richtung er denken soll. Wenn er nicht als irgendwie komisch auffallen will. Ob das ZDF auch so viel bezahlt hätte, wenn einer dieser Promis gesagt hätte, hey Nedo, ich finde diese Pussy Riot ziemlich uncool, die werden nämlich vom NID bezahlt und das ist eine amerikanische sogenannte NGO, die es sich zum Ziel gemacht hat, auf intrigantem Wege Regierungen anderer Länder zu behindern, indem sie sogenannte Künstlergruppen wie Voina, Femen und Pussy Riot die Ideen liefern und sie mit Geld sponsern. Also ich habe da so meine Zweifel, dass es dafür dann auch viel Geld gegeben hätte. Übrigens, die Frauenkünstlergruppe Femen, die von den gleichen Leuten gepusht werden wie Pussy Riot, machen übrigens solche Kunstaktionen. Und jetzt frag dich doch mal, ob du solche Leute für coole Aktivisten hältst und gerne hättest, dass sie auch in deiner Nähe ihre Kunst praktizieren. Muss ja nicht immer ein Kreuz sein, das sie absägen. Vielleicht ist ja wieder mal diese Huhn-Nummer dran und dein kleiner vierjähriger Bruder ist gerade dabei. Ich hab ein Kino in meinem Kopf. Kopfkino, ich habe Bock. Ich nenne es Vision in meinem Kopf. Wie auf Antidepressiva wird jetzt gerockt. Ich habe Geld bekommen vom ZDF. Geh lieber mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit. Ich hab ein Kino in meinem Kopf. Kopfkino, ich habe Bock. Ich nenne es Vision in meinem Kopf. Wie auf Antidepressiva wird jetzt gerockt. New York 2004. Die Journalistin Else Buschheuer startet nach Kalkutta, als Freiwillige für Mutter Teresa. Im Kopf hat sie das, was die Medien seit Jahrzehnten von dieser Frau berichten. Also das Bild, was wir von Mutter Teresa kennen, ist natürlich durch die Medien transportiert worden. Sie hat Wunder vollbracht, sie ist eine Heilige. Sie hat mit ihren bloßen Händen die Maden aus den Wunden der Kranken gezogen. Sie hat sie getragen, sie hat sie gewaschen. Sie hat auf alles verzichtet, nur um den Ärmsten der Armen zu dienen. Das ist das Bild, was wir von Mutter Teresa haben. Im Kopf auch Armutsbilder wie diese. Mit ihnen hat Mutter Teresa für ihren Orden geworben und Geld eingetrieben. Hier wollen sie alle arbeiten. Auch Else Buschheuer diente hier 2 Monate lang als Arbeiter der Nächstenliebe. Dann schmiss sie die Sache hin und verließ das sogenannte Sterbeheim aus Protest, weil die Behandlung der Menschen nicht ihren Vorstellungen entsprach. Es war schon eine Elendskulisse, aber ich war ja darauf eingestellt. Es gab nicht viele Waschlappen, das hat mich sehr irritiert. Da durfte man nicht zimperlich sein. Es waren 40 Patienten, die Frauen und 4 Waschlappen. Und ich habe gedacht, gut, vielleicht sind die nicht so gut versorgt. Ich bin erst später dahinter gekommen, dass es Teil der Idee ist, dass es nur sehr wenige Dinge gibt. So wurde die Wäsche kranker Menschen in kaltem Wasser gewaschen. Kein Problem, allenfalls dann, wenn Gott wirklich entscheiden sollte, wer sich dadurch infizierte und wer nicht. Ich habe auch gesagt, warum gibt es hier keine Waschmaschinen? Wenn man das nicht geschafft hat, die Patienten zu waschen, dann hat man das Geschirr gewaschen. Da hockten wir alle auf dem Boden, wie die Amish-People, und haben da in Drögen mit kaltem Wasser dieses Blechgeschirr abgewaschen. Die Wäsche wurde auch mit der Hand gewaschen und dann aufgehängt, manchmal auch zum Teil über den Patienten so richtig aus, und das war dann feucht.
Hat mich alles gewundert. Ich habe gedacht, vielleicht hat hier noch keiner die richtige Idee gehabt, das zu optimieren. Aber es sollte genauso sein. Es gab Handschuhe, die wurden aber dann wieder ausgewaschen und da wurde wieder Puder reingemacht. Mit kaltem Wasser kann ich mir nicht vorstellen, dass das sehr hygienisch ist. Nach und nach hinterfragt man diese Dinge. Also warum müssen die Haare abgeschnitten werden? Warum sind die hygienischen Bedingungen so, wie sie sind? Und warum sind sie den Blicken der doch etwas sensationshungrigen Besucher und auch Praktikanten in der Form ausgeliefert? Das Schlimme ist, das sind ja hochmotivierte Laien. Die meisten kommen nicht aus medizinischen Berufen, aber die sind bereit, alles zu tun. Ich habe eine Sparkassenangestellte aus Deutschland erlebt, die kleine chirurgische Eingriffe selbst vorgenommen hat. Meine erste Assoziation, die ich hatte, als ich die ganzen kahlrasierten Kranken sah, waren Bilder, die ich vom Konzentrationslager Bergen-Belsen gesehen hatte. Dort gab es keine Stühle, sondern nur diese Pritschen. Es gab keinen Garten, kein bisschen Platz, rein gar nichts. Und ich fragte mich, was ist das? Und da sind diese zwei Zimmer, 60 Männer in dem einen und 50 bis 60 im anderen, die am Sterben sind, denen keine wirkliche medizinische Hilfe gegeben wird. Auch keine Schmerzmittel, höchstens mal ein Aspirin für die ganz Glücklichen, aber keine Medizin für so etwas wie Krebs, also den Erkrankungen, wegen derer sie im Sterben lagen. Und ich fragte mich, worum geht sie eigentlich? Im Namen Gottes möchte ich ihnen das Geld zukommen lassen, das die Reichen für die Armen geben. Sie hatten nicht genug Verbandszeug. Sie benutzten die gleichen Nadeln wieder und wieder. Und einige Nonnen wuschen die Nadeln unter kaltem Wasser aus. Und ich fragte, warum macht ihr das so? Und sie sagte, na, um die Nadeln zu reinigen. Und ich sagte, schon klar, aber weshalb sterilisiert ihr die Nadeln nicht? Und sie sagte nur, dafür gibt's keinen Grund und keine Zeit. Am ersten Tag, als ich dort im Frauenbereich arbeitete und gerade fertig war, wartete ich vor dem Männerbereich auf meinen Freund, der sich um einen 15-jährigen Jungen kümmerte, der im Sterben lag. Eine amerikanische Ärztin erzählte mir dann, dass sie versuchte, diesen Jungen zu behandeln und dass er eine relativ unspektakuläre Nierenerkrankung hätte, die aber immer schlimmer und schlimmer wurde, weil es keine Antibiotika gab und er auch eigentlich operiert werden müsste. Und sie war so wütend, aber ebenso sehr resigniert wie viele Leute, die dort arbeiteten. Und sie sagte, sie werden ihn nicht ins Krankenhaus bringen. Und ich fragte, wieso nicht? Dann sagte sie, das werden sie nicht zulassen, denn wenn sie es für einen tun, müssten sie es für alle machen. Erst als sie ihr Gottvertrauen zu verlieren scheint, verrät sie Pater Neuner die wahren Beweggründe ihrer Mission. Als das Werk begann, wusste ich, was das bedeutet. Ich nahm alles aus ganzem Herzen an. Doch nun, Pater, ist es so dunkel, so anders. Und trotzdem ist er mein Alles, auch wenn er mich nicht will. Die Briefe an ihre Beichtväter sind Hilferufe einer Leidenden. Verliebt zu sein und dennoch nicht zu lieben. Trotzdem, ich möchte Jesus lieben, wie er noch nie geliebt worden ist. Doch je größer der Schmerz und je dunkler die Dunkelheit, desto herzlicher wird mein Lächeln für Gott sein. Ich glaube, sie hat sich beim Spüren für diese eine
Dimension entschieden, nämlich dass Leiden und Schmerz mit Liebe gleichgesetzt wird. Und dieses Schmerzspüren war für sie Liebe. Aber es ist eine Möglichkeit, Schmerz zu etwas zu symbolisieren, was die Welt erlöst. Und dass Schmerz die Welt erlöst, darauf beruht die religiöse Identität der katholischen Kirche. Und sie hat das wirklich wörtlich genommen. Als ich mit meiner Arbeit anfing, hatte ich einen Traum. Ich war im Himmel, aber Petrus sagte, geh zurück, hier gibt es keine Slums. Ich war wütend und habe ihm gedroht, den Himmel mit Slumbewohnern zu füllen. 50.000 habe ich nach oben geschickt. Ja, das war meine Rache. Wenn also nicht mal Mutter Teresa das ist, als was sie promotet wird, ist das schon hart auf eine gewisse Weise. Und manche werden sagen, oh Mann, stress mich nicht mit all dem, ich will das gar nicht mehr wissen, ist mir alles zu viel, denn was soll man denn dann überhaupt noch glauben? Und manche schrieben mir auch, woher weiß ich eigentlich, dass du mich nicht manipulierst? Und das ist eine berechtigte Frage, denn ebenso wie die für viele seriös wirkende Frau von der Leyen, die sich mal eben ziemlich unseriös durch gekaufte positive Publicity einen Preis erschleicht, wirst auch du bei mir nur dann sicher sein können, wenn du etwas Bestimmtes tust, nämlich dich selbst informieren. Und ja, ich weiß, dass sich das nach einer Menge Aufwand anhört. Und das mag es zu Anfang auch tatsächlich sein. Zumindest war das bei mir so. Aber eben nur zu Anfang. Quasi die Basics betreffend. Denn dann wirst du ziemlich schnell ein gewisses Muster entdecken. Und du wirst merken, dass sich die Dinge im Wesentlichen immer wiederholen. Und wenn du dieses Muster einmal erkannt hast, bist du nicht mehr darauf angewiesen, die Seriosität des Übermittlers einer Nachricht daran abzugleichen, ob er einen Anzug trägt oder eine schicke Krawatte oder wer mal was über diese Person gesagt hat, sondern wirst nur noch auf den Inhalt dessen eingehen, was er sagt. Oder mal ein bisschen anders, wenn mir jemand erzählen will, dass eine Orange ein Apfel ist, dann können die mit noch so vielen, hey, die glauben auch an UFOs, Triggern kommen, es beeindruckt mich nicht. Manche schreiben bei einigen meiner Witz, hey, diese oder jene Person kannst du nicht zitieren, denn das macht dein Video unglaubwürdig. Okay, dazu möchte ich Folgendes sagen. Wenn eine Person, also jetzt mal als Beispiel, aussagt, dass es im Winter kälter als im Sommer ist, dann tangiert es mich 0,0, wer was über diese Person mal geschrieben hat oder ob diese Person in ihrer Vergangenheit mal etwas nicht ganz Korrektes gesagt haben mag. Denn es ändert ja nichts am Inhalt seiner Aussage, dass es im Winter nun mal kälter als im Sommer ist. Mittlerweile beschäftige ich mich aber gar nicht mehr so intensiv mit den einzelnen politischen Ereignissen, eben weil mir diese ständigen Wiederholungen die Zeit gar nicht wert sind, die ich für sehr viel interessantere Dinge verwenden mag. Mich interessiert eher der Blick fürs große Ganze. Also versuche ich aus dem Kreis herauszutreten und eine andere Perspektive einzunehmen. Denn häufig ist es ohnehin gerade die Distanz, die Dinge oft sehr viel deutlicher erscheinen lässt. Ich habe mich auf den Schreibtisch gestellt, um mir klarzumachen, dass wir alles auch aus anderer Perspektive sehen müssen.
Von hier oben sieht die Welt wirklich anders aus. Glauben Sie mir nicht? Dann steigen Sie selbst hier hoch. Na, kommen Sie. Kommen Sie. Gerade wenn man glaubt, etwas zu wissen, muss man es aus einer anderen Perspektive betrachten, selbst wenn es einem albern vorkommt oder unnötig erscheint. Man muss es versuchen. Gentlemen, Sie müssen sich um eine eigene Perspektive bemühen. Und je länger Sie damit warten, umso unwahrscheinlicher ist es, dass Sie sie finden. Thoreau sagte, die meisten Menschen führen ein Leben in stiller Verzweiflung. Finden Sie sich nicht damit ab. Brechen Sie aus! Stürzen Sie nicht in den Abgrund wie die Lemminge. Macht etwas Außergewöhnliches aus eurem Leben. Robert Frost hat gesagt, im Wald zwei Wege boten sich mir da und ich ging den, der weniger betreten war. Und das veränderte mein Leben. Gentlemen, ich möchte, dass Sie Ihren eigenen Rhythmus finden, Ihren eigenen Weg, Ihren eigenen Rhythmus. Gehen Sie, wohin Sie wollen und wie Sie wollen. Ob es stolz aussieht oder albern, ist egal. Schwimmt gegen den Strom. An alle, die anders denken. Die Rebellen. Die Idealisten. Die Visionäre. Die Querdenker. Die, die sich in kein Schema pressen lassen. Die, die Dinge anders sehen. Sie beugen sich keinen Regeln. Und sie haben keinen Respekt vor dem Status quo. Die, die verrückt genug sind, zu denken, sie könnten die Welt verändern, sind die, die es tun. Birds flying high, you know how I feel. Sound in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Hey, I'm feeling good. Hey, so feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, that's what I mean. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I'm feeling good, thank you once again for staying behind. I hope we can do this another day. Yeah, yeah, I'm feeling good. Thank you.